Lanzarote, das schwarze Eiland im Atlantik, hat die faszinierende Schönheit der vulkanischen Natur bewahrt. Die Insel ist die östlichste und geheimnisvollste des Kanarischen Archipels. Verheerende Vulkanausbrüche auf Lanzarote schufen in den Jahren 1730 bis 1736 die Feuerberge von Dimanfaya. Dabei wurde ein Viertel der Inseloberfläche durch die gewaltigen Eruptionen unter Lavaströmen und Ascheregen begraben. Heute ist diese Landschaft als Nationalpark geschützt. Deshalb wird in der Zufahrtsstraße ein Eintrittsgeld erhoben. Eindrucksvollsten ist die Fahrt durch das völlig leblose Tal der Ruhe. In diesem von Schlacke überzogenen Gebiet musste der Ort Dimanfaya und 10 weitere Dörfer nach den Vulkanausbrüchen für immer aufgegeben werden. Im Zentrum der Feuerberge ist wegen des Schutzes der empfindlichen Natur eine Weiterfahrt mit dem Auto verboten. Für die Vulkanroute durch den zentralen Teil der Feuerberge werden Busrundfahrten angeboten, bei denen die faszinierende Vulkanlandschaft näher betrachtet werden kann. Der spektakuläre Vulkanismus auf Lanzarote hat mit mehr als 300 Kratern eine bizarre Landschaft geschaffen. Große und kleine Krater mit einer beeindruckenden Farbenvielfalt der Lava lösen einander ab. Das Restaurant El Diablo nahe des Parkplatzes wurde 1974 von César Manrique entworfen. Da nur wenige Meter unter der Erdoberfläche sehr hohe Temperaturen herrschen, konnten für den Bau nur feuerfeste Materialien verwendet werden. Sehr beeindruckend ist ein ummauertes offenes Erdloch, das mit einem Gitter versehen ist. Mit der aufsteigenden Hitze kann ein Teil der im Restaurant angebotenen Speisen auf diesem Rost gegrillt werden. Schon wenige Meter unter der Erdoberfläche herrschen Temperaturen von 100 Grad Celsius. Wie heiß das Erdreich in den Feuerbergen ist, wird von einem Angestellten des Nationalparks demonstriert. Ein Eisenrohr, das in die Tiefe führt, wird mit Wasser gefüllt. Sekunden später schießt es als Dampfstrahl explosionsartig wieder an die Oberfläche. In unmittelbarer Nähe öffnen sich Erdspalten, deren enorme Hitzeausstrahlung alles brennbare Material sofort entzünden lässt. Die hohen Temperaturen im Inneren der Feuerberge von 400 bis 600 Grad werden von einer 3 Kilometer tiefen Magmakammer erzeugt. Eine zweite Chance für die Fotoamateure! Am Fuße der Feuerberge in der Nähe des Ortes Uka gibt es eine ganz besondere Attraktion. Dort werden etwa 200 Dromedare gehalten, mit denen Touristen durch die wüstenartige Vulkanlandschaft reiten können. Um die steigende Nachfrage nach Reitausflügen zu decken, wurde vor längerer Zeit eine komplette Herde aus Marokko gekauft. Heute werden die Dromedare hier in Uka selbst gezüchtet. Die Dromedare sind seit Jahrhunderten ein vertrautes Bild auf Lanzarote. Da sie Hitze gut vertragen und lange Zeit ohne Wasser auskommen, wurden die Tiere in der wüstenartigen Vulkanlandschaft schon vor langer Zeit als Arbeitstiere genutzt. Heute werden die Kamele als Reittiere eingesetzt. Das Geschäft mit den Touristen scheint sich zu lohnen. Täglich kommen zahlreiche Urlauber nach Uka, die sich auf dem Rücken eines Dromedars durch die Mondlandschaft der Feuerberge schaukeln lassen.